Hallo und herzlich willkommen zu meinem homöopathischen Adventskalender. Mein Name ist Marvin Zander und es ist mir eine Freude, dir in den nächsten 24 Tagen die Homöopathie praktisch zeigen zu dürfen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und einige neue Erkenntnisse. Hallo, schön bist du dabei. Hoffe, du genießt die Adventszeit und lässt es dir schon gut gehen und fährst auch langsam runter, hast alle Weihnachtsvorbereitungen so langsam abgeschlossen und kannst jetzt ganz entspannt mit einer Tasse Tee dir die Adventskalendertürchen anhören. Beim letzten Mal hatten wir Konium bei der Brustentzündung. Das habe ich gegeben, wie ich schon gesagt habe, viermal, also alle 15 Minuten viermal in der C30. Wir haben es dann noch am Abend und am nächsten Morgen einmal wiederholt, bis wirklich alle Symptome ganz weg waren. Genau, und am nächsten Tag war sie beschwerdefrei und konnte problemlos stehen und hatte auch keinen Rückfall. Sehr gut. Weiter geht's. Wir bleiben in der Wochenbettphase. Wieder bei einer Frau. Ja, offensichtlich hatte ich da bei der Vorbereitung so eine Schwangerschaftsphase. So. Und zwar haben wir jetzt eine Frau, die schon länger stillt. 3 Wochen. Und die Frau hat... Moment. Yes, da ist es. Also, die Frau leidet unter die vielen Beschwerden, die mit denen sie gekommen ist. Also sie hat Verstopfungen, sie hat Blähungen, sie fühlt sich erschöpft, sie schwitzt viel, sie hat Schlafstörungen, sie hat Probleme mit ihrem Mann und auch das Kind schläft nicht gut. Also es war so ein Haufen an Problemen. Und sie hat erstmal eine Viertelstunde lang geklagt, was angeblich alles so schlecht ist in ihrem Leben. Und je länger ich dazu gehört habe, desto mehr habe ich gedacht, ja, also klingt auch wirklich nicht besonders gut. Und sie sagt, sie sei eigentlich von Anfang an schon relativ schnell in diesen erschöpften Zustand gekommen. Und macht sich jetzt Vorwürfe und macht aber auch dem Mann Vorwürfe. Also sie hat eigentlich an niemandem in dieser Familie ein gutes Haar gelassen. Also weder an sich noch an irgendjemandem sonst, auch an den Besuchern und so. Also mit einem Wort könnte man sagen, auch recht unzufrieden. So. Das ist ein Zustand, den ich denke, die Leute, die sich mit Wochenbettbeschwerden öfter mal auseinandersetzen, die kennen das auch. Das ist ein recht häufiger Zustand, dass man da in dieser Überforderungsphase dann auch einen Haufen Symptome macht. Und da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht in der Homöopathie, dadurch, dass ich auch eben mit Hebammen zusammenarbeiten darf. Meine tolle Frau, die ihr vielleicht auch schon im Podcast gehört habt, macht ja Schwangerschaftsvorbereitungskurse. So die zufriedenen Kunden von ihr werden dann oft Patienten von mir. Also ganz tolle Synergie. Und auch wir arbeiten auch mit einer ganz tollen Ärztin zusammen. Genau. Und da habe ich halt auch viel Kontakt mit denen und die darf ich dann auch mal wieder im Wochenbett begleiten. Auch dann durch mehrere Schwangerschaften und da habe ich wirklich schon häufig diesen Zustand gesehen. Deshalb habe ich jetzt gar nicht so viele Symptome auch für euch, weil ich dann schon relativ schnell denke, okay, ich weiß, was ich mache. Ich hatte noch ein paar Sachen gefragt. Sie ist grundsätzlich fröstelig, hat aber gern, wenn der Raum nicht zu warm ist, sondern lieber kühle. Sie verträgt Lärm nicht, Licht verträgt sie auch nicht und grundsätzlich überhaupt alles nervt sie. Sie hat auch mit der Verstopfung und den Blähungen zusammen Schmerzen im Bauch, da kann sie ja nichts essen und wenn sie was isst, ist es dann auch noch schlimmer und bewegen kann sie nicht so richtig und das tut auch weh und irgendwie ist alles schlecht. Und es gibt auch keine große Erleichterung, wenn sie stuhlen kann oder furzen kann. Ein bisschen besser ist es, aber keine große Erleichterung. Ja, bin gespannt, was ihr gegeben hättet. Ich kann mal sagen, dass wir dass wir das Mittel bei ihr öfter gegeben haben und auch später noch in höheren Potenzen. Das erzähle ich aber dann gern beim nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!
Ich hoffe, dir hat auch diese kleine Episode gefallen und du bist schon ganz heiß darauf zu hören, welche Arznei die Lebenskraft dieses Menschen zur Selbstheilung angeregt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den homöopathischen Adventskalender auch mit deinen lieben Freunden und Kollegen teilen würdest, sodass noch mehr Menschen von dieser wunderbaren Heilmethode erfahren dürfen. Danke und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.